Ah, nicht. Ja, das war mein Fail, weil ich... Habt ihr das auch, wenn ihr mit dem Pad spielt, dass ihr aus Versehen immer die L- und R-Sticks reindrückt? Das ist hier jetzt bei der Vita oder beim PlayStation TV super dumm, weil man damit die Touch-Steuerung aktiviert. Das heißt, immer wenn ich ein bisschen ambitionierter drauf drücke, komme ich in die Touch-Steuerung. Das ist halt dumm. So, bitte nochmal bewaffnen. Nightcry, gute Nacht. So, Mili kannst du gegen die knicken. Das heißt, die Zauberer Mili-Massen können wir rausnehmen. Die helfen uns hier im Moment null. Wir könnten noch eine Morph-Magie mitnehmen. Was ist das? Die Magie der drei kleinen Schweinchen verstreut überall Fluchsteine. Okay, nehmen wir mal mit. Pflanzengolem, ausdauernd, aber unbeweglich. Ich glaube, dass wir dazu, das Ding ist zu stationär, aber wir können es mal mitnehmen. Statt den da. Und ja, eventuell brauchen wir sogar noch mehr Heilzauber. Bufffrüchte brauchen wir im Moment nicht. Ich suchte eigentlich noch irgendwie diese Windräder. Wo haben wir die denn? Achso, die Morph-Magie, habe ich gesagt, könnten wir ja noch mitnehmen, ne? So, einmal kurz nochmal ganz kurz pullern. So. Das stimmt. Wobei, ich, Redhead, sei gegrüßt. Ich komme gleich nochmal darauf zurück, was Ness geschrieben hat. Ich hoffe, ich vergesse es auf dem Gang zum Klo nicht. Der Stream ist online seit kurz vor 12. Und wie gesagt, ich glaube, Bloody hat es gerade geschrieben. Egal, ich muss mir das merken, was ich sagen will. Aber ich muss ganz dringend Cola wegbringen. DRB! So, dazu muss ich jetzt was sagen. Prinzipiell, ja, es soll nicht immer nur Fortsetzung rauskommen. Allerdings ist jetzt nicht bös gemeint, nur eine Feststellung. Mit was Neuem tun sich die Leute unheimlich schwer. Ich habe ja zum Anfang des Streams nicht ohne Spaß gefragt, sollen wir heute nochmal Soul Sacrifice spielen, was einige Leute abschreckt, einige Leute vielleicht nicht mögen, wo wir ja auch nicht ganz so viele Zuschauer haben wie bei Dragon Age. Ein Kommerzspiel wie Dragon Age geht besser als irgendwas hier, wo man dann mal ein bisschen Story zwischendurch hat, die anders präsentiert wird, als es gewöhnt ist. Vielleicht ein bisschen oldschooliger, wirklich nur, wobei es ist vertont. Wenn wir jetzt Persona spielen würden, dann müsste ich die Texte vorlesen, weil da hast du Wall of Text in den Nicht-Kämpfen, die nicht, was nicht vertont ist. Also wie gesagt, alles, was halt nicht Mainstream ist, schreckt die Leute erstmal ab. Und klar, ich meine, ein Publisher will Geld verdienen und macht dementsprechend das, was die breite Masse kennt. Ne, was der Koch nicht kennt, das frisst er nicht.
Oder was der Bauer nicht kennt, hat frisst er nicht. Ja, wie auch immer, ihr wisst, was ich sagen will. Und so ist es halt auch bei Spielen. Das hier ist, sieht am Anfang, man steigt nicht durch. Die Präsentation ist halt ungewohnt und ja. So ist es halt. Und deswegen gibt es halt die innovativen Klamotten im Moment nur bei Indie-Entwicklern. Oder Kickstarter. Traut sich keiner dran. Und obwohl die Menschen meckern und meckern, ich auch. Sergeant Robson Black, nach dem Stream noch ein bisschen Destiny. Keine Ahnung, das Spiel ist irgendwie dumm, aber man spielt's. Und das war jetzt nicht nur so in den Raum geworfen. Also wenn ihr noch Bock habt, können wir nach dem Stream gerne noch ein halbes Stündchen Destiny zocken. Dann kann ich da nämlich auch nochmal die, vielleicht die Heroics da machen. Alter Vater. Ja, das ist einfach dumm. Das ist man so gewöhnt. Das ist wie halt Fast Food. Das schmeißt man so einfach noch hinten in den Kopf rein. Das geht immer. Ja, so sind halt mittlerweile Spiele. Spiele sind wie Fast Food. Ist eigentlich ein guter Vergleich. Das geht immer. Aber wenn du halt mal wirklich irgendwas Leckeres essen gehst, da musst du dich dann erstmal dran gewöhnen. Hallöchen, Schnitzelbittchen. So, machen wir mal hier erstmal unseren Golem. Mal gucken, ob du jetzt hier hinkommst. Dann haut nämlich der Golem auf Mobsfrau drauf. Ja, komm, Golem. Hau. Jawohl, ja. Schön. Wir bleiben jetzt nämlich einfach nur um diesen Golem stehen. Und weichen einfach aus. Das ist halt die Spielweise ein bisschen defensiver. Da macht nämlich der Golem jetzt die Arbeit und wir kiten einfach hier um den Golem rum. Und der vergiftet die Mobsgeräte nämlich dann. Und je nachdem, wie gut der Golem nachher ist, macht er halt richtig Schaden. Ja, scheint ja zu funktionieren zu haben. Das Vieh ist nämlich schon gelb. So, jetzt müssen wir hier das Ding nochmal hincasten. Und uns ganz dringend, dringlichst heilen. Na, jetzt können wir hier nochmal Minen platzieren. Na, komm schon. Komm näher. Frage ist, treffe ich sie damit? Das habe ich noch gerade nicht so gecheckt, deswegen war ich jetzt ein bisschen ruhiger. Da bin ich mir nämlich noch gar nicht so sicher, dass ich das tue. Au. Oh, wenn mich dieses Knatter-Mobs-Gerät trifft. Ja, pass auf, wir können ja morphen. Wir haben ja gesagt, wir können zweimal morphen. Gucken, ob wir jetzt im Morph platt gemorphen werden. Ah, daneben. Fickidi, fuckidi, fu. Ja, das hat aber getroffen. Ah, ja, du mich auch. Tu mich auch. Mist, Moped. Kampf der Morphs. Das war, glaube ich, zweimal ins Leere. Eieiei, ist sie eine Schlampe. Oh, Morph gegen Morph. Ah, ich bräuchte dringend... Hier ist ein so ein Mops-Ding. Ja, Opferkraft schneller. Go, go, jetzt weg hier. Huiuiui. Kann ich den nochmal benutzen? Ich bin mir da gar nicht so sicher. Weil er immer noch blinkt. Das heißt, eigentlich die Opferkraft ist immer fast verbraucht. Deswegen nehme ich jetzt... Komm, nimm. Oh. Weg hier. Au. So, und hier rum. Schnell rum. Au, wieso haut mein eigener Golem mich? Was ist mit dir kaputt? Stirb mal bitte.
Ja, gib's hier. Gib ihr Tiernamen. Oh, in der Engpassstelle ist gar nicht mal dumm, weil sie da durch muss. Ja, nochmal einen. Ja, ist schon rot. Das heißt, meine Taktik scheint ja hier mit dem Moped ganz gut zu funktionieren. Einfach schön in die Engstelle hier den Golem rein platzieren und dann... macht der Golem die ganze Arbeit. Und das meinte ich halt mit... ich weiß nicht, ob es in Monster Hunter ähnlich ist, aber man muss halt eben ein bisschen hier dann auch taktisch spielen. Sonst wird man halt sehr schnell weggewubbelt. Tja, ich kann auch gerne bei den Story-Missionen helfen. Ja, mir ist halt prinzipiell egal. Drittklassiger Zauberer. Naja, nicht so schön. Das war jetzt gerade ein Robson. Wie weit bist du denn mit den Story-Missionen? So, beschwört aufsteigende Plattform. Schützt gegen angreifende Feinde. Das kenne ich nicht, das ist auch neu. Ich hatte wohl mit meinem fast Intro recht. Weil jetzt kann ich erst Network Play nutzen. Alter, Grimorn jetzt verfügbar. Neuer Phantom Quest verfügbar. Ich glaube. Ja, mit Bloody. Über Dingsbums, was habe ich da alles freigeschaltet? Ja, mit Bloody. Auf jeden Fall nachher noch, ist schon klar, falls du das mit Meeting meintest, Spike. Aber ja, Destiny muss ich gucken, weil heute ist Xur da und da gibt's für Marken bestimmt irgendwelche geilen Klamotten. Die muss ich haben. Und dann kann ich eh noch ein, zwei Missionen mal eben machen. Was habe ich hier freigeschaltet? Ja, ihr habt jetzt eine Vorstellung, dass das Spiel groß ist, ja? Ungelogen, 80 Stunden nicht zu 100% durch. Das sind alles Missionen. Schreibt das mit, es könnte wichtig sein. Alter. Okay, Spiel. Das ist. Also, ich glaube, wir nähern uns dem Ende. Ja, bitte. Das ist ja unglaublich hier. My anger boiled over. I bellowed that her joke was in poor taste. Oops. An apple shade, to be exact. I'm sorry. She really meant a lot to you, didn't she? She seemed genuinely contrite. Please don't be cross. I had to test you. Grimm asks one thing of the new. The fortitude to rely on no god. Nee, Raggi. You resisted the illusion. Und halt am Friese. Perfect for Grimm. I suppose I should have been flattered, but I declined. I have no interest in Grimm's words, nor any prophecy of eternal recursion.
Moreover, she'd made a mistake. Had it been the true chalice, I'm not sure I could have denied it. The promise of seeing her again may prove too tempting. Is a dead woman really so dear to you still? I raised my right arm in response. She isn't dead. Not to me. Immer diese YouTuber. Nee, und WoW ist es nicht. Es ist ähnlich aufgebaut, aber bietet natürlich nicht so viel Content. Das heißt, du kannst es recht zügig durchspielen. Destiny. She speaks to me still from within my arm. And I let her words guide me, spurring me onward. My burden, my karma. The third Red Hood wore a pout on her lips. Really? It's hardly fair someone should be immune to the Red Hood's wiles. Her cowl traced a bright red arc as she turned to leave. I suppose that means I need practice. Next time, though, just you wait. She swore to avenge her pride one day, a broad grin on her face. Und so ein bisschen, muss ich sagen, erinnert mich die Musik so von der Art an Ni No Kuni. Das ist schon das zweite Mal, dass ich in diesem Spiel Ni No Kuni erwähne, aber es hat was. Und was einem Zeit raubt, ist Unity Media. Da habe ich heute angerufen, weil ich meinen Vertrag jetzt endlich doch mal umstellen wollte. Ich war nach 5 Minuten Warteschlange, war ich beim ersten, der sagte, ich sei falsch und müsste die 2 drücken. Zuvor habe ich aber gesagt, ja, wenn das Gespräch beendet ist, möchte ich bitte an der Umfrage zur Verbesserung des Services teilnehmen. Da hat mich der erste Typ nach 5 Minuten Warteschleife zurück in die Warteschleife gelegt und sagte, ich müsste die 3 drücken. Hab dann die 3 gedrückt, hab wieder 5 Minuten gewartet, kam irgendwann der Typ und sagte, ja, bei mir sind sie ganz falsch, rufen sie nochmal an und drücken sie die 2. Hat mich rausgeschmissen, durfte ich wieder anwählen. In dem Moment auf der zweiten Leitung hat die Umfrage zurückgerufen und wollte wissen, wie denn meine Erfahrung bei Unity Media war, wo ich erstmal sagen wollte, haben sie an einer Murmel, ich habe noch mit überhaupt niemandem gesprochen. Dann habe ich ihn angerufen, dann war ich 15 Minuten in der Warteschlange. Dann wollte ich diesen neuen Vertrag da abschließen. Ja, funktioniert alles, kein Problem. Sind Sie sicher? Ja, ja, kein Problem. Morgen früh haben Sie die neue Internetgeschwindigkeit. Sind Sie ganz sicher? Ja, wieso, was haben Sie denn? Blablabla, Komfortoption, ISDN-Merkmale, 3 Rufnummern für Fax, zweite Leitung, pipapo. Ja, ich frage nochmal nach. Kommt der Typ zurück? Ja, nee, geht doch nicht. Hä? Sie sagten doch gerade, es geht. Ja, nee, weil die Fritzbox, die das kann, also ihre kann das noch nicht, die Fritzbox, die das kann, kommt erst im Januar. Das heißt, ich kann sie vormerken für Januar, aber erst im Januar können sie die neue Geschwindigkeit dann nutzen mit der neuen Fritzbox und den Komfortmerkmalen, weil die alte Fritzbox-Kabel, die ich habe, kann halt die neue Geschwindigkeit noch nicht mit 3 Leitungen. Das war... Ja, jetzt kann ich im Januar nochmal anrufen, damit ich dann den neuen Vertrag kriege, die neue Geschwindigkeit, eine neue Fritzbox. Da packst du dir manchmal einen Kopf. Ja, wie gesagt, ich habe die 63... Nee, wie heißt die? 6330 oder so, die blaue Kabel-Fritzbox, und die kann angeblich nicht 200 Mbit downstream. Egal, also 100 habe ich, das kann sie, und 200 geht halt nicht. Wie gesagt, jetzt im Januar kommt wohl bei denen eine neue Fritzbox raus und dann bin ich halt mal gespannt. Und dann habe ich 200 Mbit Downstream und 10 Mbit Upstream. Und eine neue Fritzbox, vielleicht. A change has occurred on one of the pages. Have a look. Mhm.
Ja, so schnell kann ich nur meistens nicht lesen. Spiel. Ich bin bei denen schon, Ness. Also, ich bin jetzt schon anderthalb Jahre bei denen. Also, ich habe wenig Ausfälle hier. Es funktioniert. Ich hätte halt nur gern mehr Upload. Die Geschichte fing eigentlich damit an, dass sie ein Zusatzpaket angeboten haben, um den Upload von 5 auf 10 zu erhöhen. Das hätte ich gerne genommen. Das Problem ist, mein Vertrag ist halt schon anderthalb Jahre alt und zu diesem Vertrag kann man diese Zusatzoption nicht zubuchen. Dann wollte ich den Vertrag halt wechseln in den Vertrag, wo man diese Option halt zubuchen kann. Ja, aber das geht jetzt halt wegen der Fritzbox nicht, weil da kriegst du dann halt so einen komischen 0815 Router und der funktioniert halt nicht mit dieser ISDN-Komfort 3 Leitungen. Also ich kann jetzt entweder oder nehmen, scheiß Modem, eine Leitung, dafür schnelles Internet oder die Fritzbox, wie ich sie jetzt habe, mit 3 Rufnummern. Ja, aber ich brauche die Rufnummern halt beruflich, deswegen kann ich die ja nicht aufgeben. Jetzt muss ich noch bis Januar warten. Jetzt bin ich ja mal gespannt, ob die im Januar die neue Fritzbox bekommen, die sie dann ausliefern können. Rewrite your affiliation to experience quests as a member of another group. Mhm. Schreibe deine Gesinnung um Quests als Mitglied einer anderen Gruppe. Jetzt kriegen wir, glaube ich, so ein bisschen Infos darüber. But remember, the author of this journal will always be a sorcerer of Avalon. Mhm. You can change the sorcerer's affiliation, but it won't change the sorcerer's life. Okay. These tumultuous tales can't be rewritten completely. So, keep that in mind. Ja. A change has occurred on one of the pages. Ja, du nicht immer labern würdest, du Brot. Alter, so schnell kann ich gar nicht gucken, wie du immer zurückblätterst. Ich drücke nicht, das macht das Spiel automatisch. So. Ja, jetzt ist Ruhe? Nein. Hey, just one thing. Unglaublich, hier das Buch. It's about your magic and life levels. Ja, bitte, ich höre. They have a combined maximum. Das war auch so im Vorgänger, da war ich 1,99. You can boost them equally or focus on one or the other. If you want to readjust the balance of the two. Braucht man Lacrima, zumindest im ersten Teil. You must first lower one of the levels. This change can be made by consuming Lacrima. Be warned. You can use Lacrima to raise a level. Okay, das glaube ich ist neu. But more Lacrima is required to raise a level than to lower it. So, erstmal Lacrima nehmen. Also ich muss erst drücken, um hier rumzuwubbeln. So. Ja, ich weiß nicht, ob man Kabelmodem so im freien Handel kaufen kann, weil die Informationen direkt in das Modem gebrandet werden. Das heißt, die Geschwindigkeit, die ich jetzt habe, oder den Vertrag, den ich habe, der ist halt irgendwo hart kodiert in der Fritzbox. Weil die da halt irgendwie irgendwas in das ROM flashen. Wenn du jetzt illegal sein möchtest, könntest du dieses ROM auch flashen und ich könnte mir halt die doppelte, dreifache Internetgeschwindigkeit halt drauf patchen. Das ist beim Kabelmodem halt ein bisschen komplizierter als beim normalen Modem. Ansonsten stehe ich da auch nicht drauf. Ich habe mir auch immer eine Fritzbox im freien Handel geholt. Und wie gesagt, ich habe es nicht eilig, Ness. Das Problem ist, ich könnte sowieso nicht mit viel mehr streamen, weil sonst ruckelt es bei euch. Solange ich halt kein Partner bin, wäre jetzt für mich nur der Vorteil, dass ich
ein bisschen schneller auf YouTube hochladen könnte. Wie gesagt, mit meinen 2 bis 3 GB pro Part dauert halt im Moment ein Upload von einem Part so um die 90 Minuten. Und wenn ich das halt um 50% drücken konnte, also ein Part 45 Minuten, wäre das halt bei mir einfach eine Zeitersparnis, weil im Endeffekt bei mir den ganzen Abend vorm Stream, den ganzen Nacht nach dem Stream lädt der Rechner halt nur hoch. Das ist halt Wahnsinn. Wie gesagt, ein Stream sind halt ungefähr, wenn ich es halt cutte, 6 bis 8 Parts. Ja, und jeder Part ist da halt so um die 2 GB bis 3 GB groß, die ich dann halt hochwubbel. Ja, und das ist halt, ja. So. Und so ungefähr sah das Buch aus im ersten Teil. Es ging dann direkt weiter mit einige Jahre später, wo dann halt Kapitel drin waren. Und in den magischen Taten.